Mich lässt nicht los, was Tom vorhin in der Schule gesagt hat. Ich muss wissen, ob da was dran ist. Guten Morgen, Schönheit. Hier, wenn ich eins nicht bin. Brauchst du noch lange? Nee, brauchst du eine Dusche? Mhm. Na bitte, komm rein. Okay. Nee, war schön gestern mit diesem Freak, der mich da angegrapscht hat und nur über sich selbst geredet hat. Oh, ich fand den voll sympathisch. Aber hey, du wurdest sie gerettet, also passt das doch, oder nicht? Oh ja, stimmt. Tom, mein großer Held von gestern. Oh, das hört sich gut an. Okay, alles klar. Kannst du mir mal verraten, warum du nicht völlig hinüber bist? Ich meine, du hast genauso viel gesoffen und bist jetzt schon wach. Du müsstest eigentlich überhaupt hin. Was? Superkräfte. Okay. Was sind deine Superkräfte? Elektrolyten. Und Schmerztabletten gegen Kopfschmerzen. Meine. Aber nur eine. Sicher? Sicher. Die werde ich mir richtig schön einpfeifen, wenn ich ganz in Seelenruhe meinen Kaffee trinke, weil ich frei habe. Ich kenne jemanden, der muss jetzt zur Schule und hat so einen komischen Elternbrunch. Oh, ich werde so geile Schrippen jetzt kaufen. Mich vorbereiten für einen Brunch mit diesen ganzen Helikoptereltern, auf die ich überhaupt keinen Bock habe und die sich doch alle so zum Kotzen sind. Mhm. Ich freue mich drauf. Deswegen bin ich nicht dabei, weil ich ja keine Helikoptermutter bin. Deswegen ist Amelie jetzt in Österreich, weil ich cool bin. Touché. Dann hast du einen schönen Tag. Mhm, du auch. Ja, das werde ich haben. Okay. Ach, schön. Guten Morgen. Oh, nee. Ich muss auch. Warte. Guck, seht ihr das Geschehen hier an? Ich glaube, das braucht eine Weile. Ich muss zur Frühschicht. Ja, tut mir leid. Party nach gestern, oder wie? Ja. Okay. Hat das geschafft, deine schlechte Laune zu vertreiben? Letztens dann das Quadfahren zusammen. Läuft da was? Dann mal. Nee, André, komm. Nee, erst Amelie, jetzt fängst du damit an. Ey, wir sind nur Freunde, okay? Mhm. Das ist alles easy, alles cool. Ja, klar. André, was geht dich da überhaupt an? Was baust du denn so nach? Ja, solange du keine Donuts nach mir wirfst, oder? Du Arsch! Aua! Mann, lass mich! Lass dir die Zeit, die du brauchst, aber beeil dich bitte, ja? Oh, ey. Kann André sich bitte einfach mal aus meinem Leben raushalten? Und irgendwie tut mir Tom leid. Ich meine, er muss heute ganz alleine in der Schule sitzen mit irgendwelchen Eltern. Ich glaube, er braucht heute mal ein bisschen Hilfe. Toms Gesicht will ich sehen, wenn ich in seinen scheiß Elternbrunch platze. Der Arme langweilt sich wahrscheinlich mit seinen spießigen Eltern zu Tode. Aber gleich nicht mehr. Hallo. Ach Gott. Ach. Bin leider ein bisschen zu spät. Entschuldigung. Frau Brandt, Mutter von Amelie, Sie kennen sich bereits. Wir kennen uns schon. Ja. Ja, eigentlich dieser Bunch ist eher für engagierte Eltern. Ja, dann bin ich doch hier genau richtig. Ah, schön. Ja, können wir ja anfangen mit dem Thema nochmal. Oder weitermachen. Oder weitermachen, ja. Es geht nämlich um die verschmutzten Toiletten hier und um die ganzen Graffitis und so weiter. Okay. Wir finden das nicht so toll. Nee. Und suchen nach einer Lösung. Sagen Sie denn dazu? Das ist eine Oberschule und meine sah damals nicht anders aus. Nicht? Ach, das ist so schlimm. Aber ja, also, nur weil es bei Ihnen so aussah auf der Oberschule, muss bei uns auch. Oh, okay. Das geht in die falsche Richtung. Ja, ja. Wir sollten alle mal ein bisschen verschnaufen. Wir brauchen eine Pause. Ja, ja. Mal entspannen. Wir werden mal Wasser nachholen. Ich glaube, Frau Brandt kann da behilflich sein, oder? Ja, Fräulein, ich kann Ihnen auch gerne beim Kaffee holen helfen. Das ist sehr, sehr nett, aber Sie haben doch diesen ausgezeichneten Kuchen gebracht und die Kirschen sind nicht eins astrein. Genau, wir machen mal 5 Minuten Pause und dann treffen wir uns wieder hier. Okay, ja. Alles klar. Hast du unverschämte... Gibt's denn den Kaffee mit? Oh. Ja, Ihre Kanne, nicht vergessen. Was ist denn mit ihr andauernd? Brennt ihr der Helm oder was? Was? Ich hab ihr nichts getan. Schießt immer gegen mich. Ja, wie kann man denn? Und ich hab's gewusst, was für ein spießiger Verein, ey. Danke. Warum? Du bist gekommen. Ja. Du bist heute frei. Ja. Muss es nicht kommen. Doch, ich glaube, heute brauchst du mal einen Retter, okay? Ich hab sogar noch einen zweiten bei. Einen zweiten bei? Hast du da noch eine Mille versteckt? Oh. Ja? Unser kleiner Seelentröster, wenn hier alle Stricke reißen und die Wehren reißen. Mhm, auf alle Fälle. Ja. Ne? Ich hätte mal eine Frage. Es geht um die Noten unserer Kinder. Wir haben festgestellt, dass unsere Kinder echt schlecht benotet worden sind die letzten halben Jahr. Und dafür, dass sie hochbegabt sind, unsere Kinder, finden wir beide,
dass unsere Kinder wirklich sehr schlecht benotet sind. Wir fragen uns doch sehr... Ungerecht. Ja. Ungerecht. Ungerecht, warum das so ist, das verstehen wir einfach nicht. Ich kann Sie beruhigen. Ich kann leider nicht beurteilen, inwiefern Sie begabt sind, aber Sie müssen lernen und was ich beurteilen kann. Hochbegabt, ja klar. Jeder glaubt auch, sein Kind wäre besonders schlau. Wenn ich Toms Gesichtsausdruck richtig deute, dann sind die Kinder hier alle irgendwelche Hohlbrote, die so schlau sind wie 10 Meter Feldweg. Aber krass, wie Tom sich so zusammenreißen kann. Herr Fröhlich, möchten Sie noch ein Stück Kuchen? Oh, danke, nein. Da sammelt sich schon langsam so ein Kuchenbaby an. Ach, schade. Und fangt bald an, mit mir zu reden. Also, ich will nicht, danke. Aber Sie brauchen da wirklich auf Ihre Figur zu achten. Sie sehen doch blendend aus. Ja, Herr Fröhlich, und warum sind Sie auf einmal so schüchtern? Ich meine, ich hab schon gespürt, dass Herr Fröhlich an Ihren Rezepten sehr interessiert ist. Mhm. Weil Sie mir doch beim Wasser holen, haben Sie doch so geschwärmt von dem Kuchen und von der Backmischung. Ja. Na, wenn das so ist, ich habe ganz viele Rezepte zu Hause. Wir können eine Projektwoche starten. Oh, wow. Ich schaue gleich mal nach einem Termin. Ja, gerne. Ich bin noch immer wieder dafür da, Gutes zu tun. Gar kein Problem, Herr Fröhlich. Ich bin aber auch echt mal gespannt, wie lange er diesen Tag hier noch aushält mit diesen super nervigen Eltern. Beziehungsweise mit Frau Benkin. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar meine Projektwoche. Ach, rund ums Thema Backen. Mhm. Da habe ich die Idee, dass ich Sie vielleicht zu mir nach Hause einlade und mit Ihnen mal zusammen backe. Ich und 20 Schüler und Schülerinnen bei Ihnen zu Hause? So viel Platz habe ich jetzt nicht, aber vielleicht wir beide alleine? Aha. Hey, entschuldigt mich, ich muss mal kurz auf die Toilette. Ich glaube, jetzt ist es endlich mal an der Zeit, den armen Tom zu retten. Ja, irgendwelche Schüler haben das ausgelöst, keine Ahnung. Ja, auch wenn das Schüler ausgelöst haben, also wir müssen nach Vorschriften vorgehen. Das ist kein sicheres Gebäude in dem Moment. Also bitte durch den Flur das Gebäude verlassen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Nein, bitte. Einfach das Gebäude verlassen, wir kümmern uns darum. Vielen Dank, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ich hab's gewusst. Yes. Alles gut, okay? Und das ist, hey. Das ist hochprozentiger Scheiß. Was denkst du, was da drin ist? Limo? Oh. Tom. Mach halblang. Du musst das Gebäude verlassen. Ja. Ich muss mal die ganzen Räume durchgehen. Ich gehe vorne raus, rausjagen. Mhm. Danke, Wolf. Na klar, mach dann. Okay, mein Move war zwar jetzt ein bisschen dolle gewagt, aber dennoch effektiv. Und ich glaube, Tom und ich sind jetzt quitt. Ist mir gut? Nein, du hast diese Frau Benkin auf mich angesetzt. Tut mir leid. What the fuck? Nein. Es war großartig. Du hast, hey, es war so öde. Und es war großartig, dass du den Alarm dann ausgelöst hast. Oh. Ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen Mitleid mit dir. Ich meine, ich wusste ja nicht, dass diese Benkin so hart auf dich steht. Oh. Eine private Backstunde bei ihr zu Hause? Ein bisschen drüber, oder? Für ihr Alter? Also so eine plumpe Anmache. Mm. Und ich musste dich da irgendwie wieder rausboxen. Ja, das heißt. Das, was ich angerichtet habe, muss ich auch irgendwie wieder retten. Du hast mich gerettet. Mhm. Du hast mich wirklich wunderbar. Ich meine, du hast mich in die Situation gefühlt. Kann ich auch mal ziehen? Du bist doch ein cooler Mensch. Ja, wirklich. Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. Du bist so eine tolle Frau. Eine tolle Frau. Wir haben in kurzer Zeit so viel Scheiße erlebt. Ja. Und das war geil. Ich stehe voll drauf. Und dann denke ich mir, warum verschwenden wir unsere Zeit mit irgendwelchen Leuten und steigen mit denen in die Kiste, wenn wir einfach... Warum schlafen wir nicht einfach miteinander? Oh, mein Handy. Hallo? Frau Emily. Ja. Wie ist denn die Fortbildung? Lehrer-Chat-Gruppe, genau. Ja, nee, der Alarm, das war Schülerstreich. Was hat Tom da gerade zu mir gesagt? Dass er mit mir in die Kiste will? Ich glaube, das hat er eh nur aus Spaß gesagt. Das ist der Schnaps. Du,
will es nicht glauben, wer mir jetzt schon zum dritten Mal heute schreibt. Frau Benkin. Ja. Okay. Sie schickt mir die ganze Zeit irgendwelche Rezepte. Ich brauche langsam mal ein Rezeptbuch. Oh Gott. Ja. Tut mir leid. Ich meine, wie lange wollen wir das noch so machen? Uns so gegenseitig Menschen zuschieben, die wir nicht haben wollen? Ich weiß nicht, wo das enden soll. Ich auch nicht. Na gut. Okay. Mich lässt nicht los, was Tom vorhin in der Schule gesagt hat. Ich muss wissen, ob da was dran ist. Tom. Ja. Hey. Hi. Das, was du vorhin gemeint hast, ich hab's nicht ganz verstanden, dass wir miteinander schlafen wollen sollen? Sag ich nicht, Freunde. Es war genau so gemeint. Wir sind Freunde. Nur wir sind auch beide attraktiv, haben Spaß zusammen, mögen uns, sind ungebunden, ziehen uns an. Ja. Sehen gut aus. Tom hat recht. Warum denn eigentlich nicht? Mike hat doch bestimmt auch Spaß in Portugal, also warum sollte ich es ihm nicht gleich tun? Hier in seinem eigenen Zimmer. Geht's dir gut? Wie geht's dir? Sehr gut. Entspannt? Ja. Du schwitzt. Du auch. Ich finde, weil das einfach nur gesundheitlich und psychisch ziemlich förderlich ist, sollten wir eine zweite Runde einlegen. Und das generell öfters. Okay. Gut. Okay. Das, was jetzt gerade passiert ist, also ich will weiterhin mit dir cool bleiben. Und ich will, dass das zwischen uns harmoniert und funktioniert. Und wenn wir jetzt halt öfter miteinander schlafen, glaube ich, dass das irgendwann kitten würde. Weil es wäre dann einfach zu verkopft. Wir sind ja auch Mitbewohner. Also vergessen wir das? Was vergessen? Den Sex, ich mein, gerade eben. Ich weiß, ich will nur zeigen, dass ich schon habe. Kein Problem, ich bin nicht so ein Fan von kopfigen Geschichten. Ich mag es auch entspannt. Sehr schön. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und ich dir auch. Spinnen. Okay. Schlaf gut. Geh auf. Kannst du das Licht ausmachen? Nö. Hey Tom, frag nicht. Hi André. Sag mal, kannst du mir vielleicht helfen beim Schuh ausziehen? Ja, ja klar. Ich bin vorhin richtig dumm umgeknickt und. Du hast sogar recht. Dann nur noch gestürzt. Hier der rechte. Gut, weil es vielleicht nicht so die beste Idee mit Tom zu schlafen, aber es hat Bock gemacht. Und ich find's auch mega cool, wie Tom damit umgeht. Er ist schließlich nicht nur mein Kumpel, sondern auch mein Mitbewohner. Ich hoffe wirklich sehr, dass der Sex mit Tom jetzt keine Konsequenzen hat. Oh boy. Round two. Du gehst jetzt rein, rockst das Ding, machst einen richtig geilen ersten Tag und bist brav, okay? Komm doch mal nach vorne, Herr Rose. Stell dich doch mal der Klasse vor, damit die sie gleich mal kennenlernen. Also wenn ich vom Publikum so spreche. Herr Heuer, kann mir gar nichts. Bei dem Castingaufruf haben sich schon ganz viele gemeldet. Da werden einige Leute zusammenkommen und da sind garantiert ein paar gute dabei. Also auf los geht's los, würde ich sagen, ne?